Ich komme schon heute. Der Titel ist An Algorithm for Differential File Comparison, was der Titel eines Technical Reports ist, über den die Kontrollstunde ist, aus den 70ern. 76 oder so. Ich renne da jetzt ein bisschen durch, weil für eine Stunde ist nicht viel Zeit. Das Problem ist, wir wollen diffen. Also, falls jemand noch nicht diff gesehen hat, die Idee ist, ihr habt Datei A und ihr habt Datei B. Und ihr wollt sehen, was sind die Unterschiede, ne? Also was quasi das minimale Edit-Script, die minimale Menge an irgendwie Entfernungen und Zufügungen. Und da wollen wir wieder einen Algorithmus, der das tut. Und duale Problem oder das Problem, wie es meistens formuliert wird, heißt das Longest Common Subsequence Problem. Das heißt, statt das minimale Edit-Script zu suchen, suchen wir die maximale Sequenz, die in beiden vorkommt, in der gleichen Reihenfolge. Und das gibt uns dann das Edit-Script zurück. Also wenn wir irgendwie A, B, B, A haben und irgendwie, das ist ein schlechtes Beispiel, A, B, C, B, A haben und irgendwie B, B, A, dann wäre halt die längste Common Sub-Sequence halt B, B, A, weil die in beiden in der gleichen Reihenfolge vorkommt. Und dann können wir daraus das Edit-Script quasi wieder rekonstruieren. Aber whatever, ich habe versucht, das irgendwie formal aufzuschreiben. Im Endeffekt sehen wir gleich, wie das funktioniert. Der klassische Algorithmus können Sie auf Wikipedia, das Beispiel ist auch Wikipedia, geht so vor, dass wir quasi, wenn wir zwei Dateien haben, also die eine Datei enthält irgendwie A, G, C, A, T, das sind alles so einbuchstabige Sachen, weil ganze Zeilen sind irgendwie. Macht auch keinen Unterschied, ob wir jetzt A reinschreiben oder Anwalt. Wir haben also eine Datei AGCAT und eine Datei GAC und die wollen wir diffen. Und wie wir das machen, ist, wir bauen quasi eine Matrix, wo die Spalten die eine Datei sind und die Zeilen die andere Datei. Und da sind diese zwei Helfer-Rows. Und die Idee ist quasi, dass in Eintrag IJ soll am Ende landen die kürzeste Sequenz, die längste Common Subsequence, die dort startet, die diese beiden, die quasi in der linken Datei an dem Index anfängt und in der rechten Datei an dem Index anfängt, und ein bisschen Informationen zu rekonstruieren, wie das funktioniert. Keine Sorge, wenn das verwirrend ist, das Beispiel macht es klar. So, wir fangen quasi an, wir gehen also quasi zeilenweise und spaltenweise durch. Na? Und in jeder Zelle schauen wir uns an, zum Beispiel in dieser Zelle haben wir in der einen Datei ein G und in der anderen Datei ein A. Und wenn diese beiden Werte unterschiedlich sind, ist, was wir tun, ist, wir schauen einfach in die Zelle da drüber und die Zelle links davon und schreiben die Zahl rein, die das Maximum von den beiden ist. In dem Fall haben wir oben eine 0 und unten eine 0, weil wir sind bei beiden jetzt am Anfang. Und wir schreiben diese zwei Pfeile da rein. Diese Pfeile sagen uns quasi, in welche Richtung liegt dieses Maximum. Das brauchen wir, um danach wirklich die Sequenz wieder zu rekonstruieren. Und da die beiden Werte gleich sind, malen wir beide Pfeile rein, weil es nicht eindeutig ist, quasi, in welche Richtung wir gehen wollen an dieser Stelle. Ne? So, in der nächsten Zelle haben wir jetzt zweimal G, also in beiden Dateien steht ein G. Und was wir dann machen ist, wir nehmen den Wert, der in der Zelle oben links davon steht, inkrementieren ihn um 1 und schreiben den Pfeil rein, der nach oben links geht, um zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Sequenz der Länge 1 gefunden und das nächste Element dieser Sequenz liegt oben links. Ne? Das heißt, wenn wir quasi an der Zelle ankommen, wir sagen, wir nehmen dieses G jetzt aus beiden Dateien raus, und sind dann am Ende der einen und müssen uns dann versagen und verwerten. Ne? Okay? Das heißt, das ist einfach der Schritt, wir gehen da jetzt alle durch. Und immer wenn die beiden, wenn die beiden Teile das gleiche steht, schauen wir einmal nach oben links und inkrementieren es um 1. Und sonst nehmen wir das Maximum aus der oberen und der linken Zelle. Ne? Zum Beispiel hier steht G und C. Dann nehmen wir jetzt wieder das Maximum von der oberen und der linken, das ist die 1. Diesmal können wir nur nach links diese 1 erreichen, nicht nach oben, weil da steht eine 0. Ne? Deswegen schreiben wir nur den Pfeil nach links rein. Ne? Und dann machen wir das weiter und hier sehen wir jetzt, hier sehen wir auch, wir fangen jetzt erstmal an, dass wir irgendwie A und A haben und wir wieder eine Länge 1 haben. Und eine Sache, die wir hier sehen, ist direkt, dass die längste gemeinsame Subsequence gar nicht so gut definiert ist, weil da kann es mehrere von geben. Zum Beispiel in diesem Fall haben wir jetzt bisher zwei der Länge 1 gefunden. Die eine beginnt halt bei dem G in der oberen Datei und dem G in der linken Datei und die andere beginnt halt bei den A's jeweils. Ja, sprich, wir haben ein mehrdeutiges Problem, aber das ist ja kein Problem. Anyway, dann machen wir uns weiter. Ne?
hier sehen wir jetzt das erste Mal, dass es vorkommt, dass wir eine sequenzielle Zeit gefunden haben, weil da matcht das A und das A jeweils, ich habe nicht hier, by the way, genau, dieses A und dieses A matchen. Das heißt, wir schreiben hier den Wert plus 1 rein, das ist eine 2. Und jetzt wissen wir quasi, wenn wir eine sequenzielle 2 suchen, fangen wir hier an, sagen, okay, wir haben A und A, dann gehen wir hier nach hier und dann nach hier und sehen, A, wir haben G und G und dann gehen wir nach hier. Okay? Ist ungefähr klar, wie es funktioniert? Ist ungefähr klar, was wir machen? Wenn ihr verwirrt seid, dann wir haben eine Aufnahme, schaut euch das zu Hause an, machen wir auf halbem Speed an, ist alles eigentlich gar nicht so schwer. Sorry, das ist für die Stunde, ist nicht viel Zeit. Anyway, jetzt machen wir das zu Ende und kriegen diese Tabelle. Und wenn wir jetzt quasi rekonstruieren wollen, was diese Subsequenz ist, können wir einfach drei Pfeile lang gehen. Also wir fangen hier irgendwie bei dieser 2 an, weil das die höchste Zahl ist, die wir gefunden haben. Also ganz unten rechts steht dann immer das Beste, was wir haben. Und sagen, oh, das Beste, was wir haben, ist eine Länge 2. Und dann können wir zum Beispiel sagen, ah, dann gehen wir hier nach oben und nach links und gehen halt diesen Pfad lang, den uns diese Pfeile geben. Und quasi immer, wenn wir nach oben links gehen, ist das Element in beiden Dingen drin. Ja? Weil so funktioniert halt dieser Algorithmus, dass wenn das in beiden Dateien matchet, dann schreiben wir diesen Pfeil nach oben links ein. Sprich, wir kriegen hier, wenn wir den Pfeilen so folgen, kriegen wir diese Sequenz GA, die wir in dieser Datei hier und hier finden. Und hier finden wir G und A. Und yay, Common Subsequence, Länge 2, great. Right? Aber wie gesagt, es ist nicht eindeutig, weil ich meine, wir haben hier zwei Pfeile, wir können nach oben oder nach links gehen, dann können wir uns aussuchen. Und wir können hier nach links gehen und irgendwie eine andere Strecke wählen, dann finden wir die Sequenz A und wo ich habe es eingedings, A und C, weil, ne, C. Und hier ist auch A und C und das ist auch eine Sequenz der Länge 2, die in beiden Dateien drin ist und A und C. Nicht einmal dieses Diff. Ne? Right? Okay? Das ist der klassische Algorithmus in 3 Minuten oder so. Steht alles auch in der Wikipedia. Ist glaube ich relativ. Ich weiß auch nicht, warum es funktioniert unbedingt, aber es funktioniert und wie es. Ich glaube, man könnte sich jetzt hinsetzen und das irgendwie implementieren. Right? Jetzt ist offensichtlich die Laufzeit des Algorithmus ist halt irgendwie quadratisch, ne? Weil wir haben irgendwie n mal m Zellen und gehen die alle durch. Ne? Quadratisch, klar. Quadratisch ist, wie man immer sagt, also immer wenn es jetzt. Quadratisch ist bereits katastrophal. Wir wollen irgendwie subquadratisch miteinander mal sein. Und deswegen wollen wir irgendwie was Schnelleres haben. Stellt sich raus, Worst Case geht es gar nicht schneller, aber wir kriegen einen schnelleren Algorithmus. Und das ist, worüber der Vortrag eigentlich ist. Und es ist dieser Technical Report und spezifisch befasst er sich mit quasi der ersten Implementation von Diff für Unix, also von dem Kommandozeilen für Diff. Und der basiert unter anderem auch auf einem Paper von einer anderen Person, die da jetzt nicht genannt ist. Der ist schneller. Was man, wie gesagt, kontextualisieren muss, ist, das ist irgendwie aus den 70ern, das heißt, schneller bedeutet, sie geben so Zahlen an wie, oh, wenn wir eine 1000-Zeilen-Datei diffen, dann dauert das nur 1,5 Minuten, wohingegen das früher halt 5 gebraucht hätte oder so. Aber ich meine, heutzutage sind die Dateien größer und schneller. Ne? Und die wesentliche Beobachtung ist, dass es eigentlich gar nicht die gesamte Matrix interessiert, sondern eigentlich interessieren uns nur die Stellen, wo in beiden Dateien die gleichen Werte drinstehen. So, spannenderweise, das ergänzt das Beispiel aus diesem Paper. Sie haben also die beiden Dateien enthalten keine eindeutigen Elemente. Also, es ist nicht in der einen Datei was drin, was in der anderen gar nicht drin ist, was ein bisschen schade ist, aber ich wollte mir jetzt kein neues Beispiel aussehen. Genau, aber das heißt zum Beispiel, wenn wir die Datei A, B, C, A, B, B, A haben und die Datei C, B, A, B, B, A, C, ne? Dann interessieren uns eigentlich nur die Stellen, wo zum Beispiel hier ein C drin steht und hier ein C drin steht und hier ein C drin steht und hier ein C drin steht. Ne? Oder irgendwie diese Punkte, die ich eingezeichnet habe. Weil wie wir vorhin auch in dem letzten Algorithmus gesehen haben, das ist das, wo wir diese ganzen Pfeile nach oben links hinschreiben. Das ist das, wo tatsächlich unsere Common Subsequence ist. Weil es ergibt Sinn, dass irgendwie die longest Common Subsequence besteht halt entirely aus Stellen, wo in beiden Dateien die gleiche Sache drin steht. Also, ne? Das heißt, die Idee des Algorithmus ist ein bisschen, können wir irgendwie ignorieren, wenn diese ganzen Zellen, wo die Dateien gar nicht matchen können, in der Theorie. Ne? Also dieses Element kann gar nicht in dieser Longest Common Subsequence drin sein, können wir es also ignorieren.
Das ist Worst Case immer noch alles quadratisch, weil Worst Case ist das ein sehr dichtes Gitter, ist sehr dicht gepackt. Ne? Aber insbesondere für die Use Cases, wo wir DivHopping benutzen, zum Beispiel Source Code oder sowas, ist es halt sehr common, dass beide Dateien mehr oder weniger gleich sind und sie unterscheiden sich halt in so einer Handvoll an Zeilen. Und dann ist offensichtlich die Anzahl an Punkte, das ist sehr groß. Warte, ich mache das gerade, ich habe sie gerade unter. Vergisst meinen letzten Satz, glaube ich. Vielleicht nicht. Was ihr merkt ist, ich habe quasi vor einer Stunde oder so realisiert, wie wenig ich das alles verstanden habe. Ich habe es gerade gut genug verstanden, um es zu implementieren. Aber wir pushen da jetzt einfach durch und machen weiter. Die Idee ist also, wir wollen uns auf diese Punkte konzentrieren. Und jetzt ist erstmal die Frage, wie finden wir diese Punkte überhaupt, ne? Ohne irgendwie quadratische Tour. Und die Antwort ist, wir schauen uns die eine Datei mal an. Wir bauen dieses Array, das enthält diese Datei, also CDABAC, CDABAC, jeweils mit dem Index, in dem dieser Wert auftaucht in dieser Datei. Und dann sortieren wir das. Und wir sortieren das nach dem Wert, der da drin steht. Das heißt, wir haben AA, BB, CC. Aber behalten uns im Hinterkopf quasi, welche Zeilennummer da jeweils dazugehört. Und sortieren es halt auch stabil. Also das heißt, wir sehen, dass der Index immer innerhalb der, wenn das W matcht, wenn der Wert matcht, dann steigt der Index auf. So. Das ist offensichtlich M log M, sortieren, ne? Kriegt man hin. Und dann ist das Zweite, was wir machen, ist, was wir jetzt tun können, ist, wenn wir zum Beispiel das A in dieser Datei finden, können wir eine binäre Suche in diesem Array machen, bis wir das kleinste A gefunden haben. Und dann kriegen wir hier eine Liste mit, A's existieren an den Stellen 3 und 5. Ne? Und das sind genau dieses 3 und dieses 5. Das heißt, dieses Array enthält ultimativ genau unsere Punkte. Dieses Array enthält noch nicht genau unsere Punkte, aber dieses Array gibt uns eine Lookup-Table von der Wert, der in dieser anderen Datei hier steht, zu wo steht dieser Wert noch in Datei B. Und das ist jeweils logarithmisch, weil binäre Suche ist logarithmisch in der Größe dieses Arrays. Das heißt, wir können jetzt hier jeweils einfach reinschreiben, Klasse bedeutet Äquivalenzklasse, weil quasi wir schreiben hier quasi den kleinsten Index hin in diesem Array, der diesen Wert enthält. Na, zum Beispiel A fängt an Stelle 0 an, B fängt an Stelle 2 an, C fängt an Stelle 6 an, 4 an, da steht eine 4, da steht keine 6. Und so weiter. Und das heißt, mit dieser Tabelle können wir jetzt quasi, wenn wir die Datei durchgehen, jeweils sagen, okay, mich interessiert jetzt gerade die Stelle A, dann muss ich also bei Index 0 anfangen. Und dann können wir dieses durchgehen, bis wir das erste Mal nicht A finden. Und finden also 0,3 und 0,5, oder 1,3 und 1,5. Und das sind genau dieses 1,5 und 1,3, das sind genau diese beiden Punkte. Wenn wir das mit B machen, kriegen wir hier 2,2 und 2,4 raus. Und das ist genau 2,4 und 4,2,4, 2,2 und 2,4. Ja? Und so gibt uns quasi diese Datenstruktur, die wir bauen können, nämlich m plus m mal log n, gibt uns diese Datenstruktur quasi eine Liste all dieser Punkte, was genau ist, was wir wollen. Cool! Okay? Soweit alles unklar? Cool. Die wichtigere Frage ist jetzt, wie können wir damit unser Problem lösen? Und dafür führen wir etwas ein, das sich K-Candidates nennt. Das ist die Idee aus diesem anderen Paper. Und die Idee dahinter ist quasi ein K-Candidate, wobei K halt eine natürliche Zahl ist quasi ein Kandidat für eine Common Subsequence der Länge K. Ne? Also ein 1-Kandidat wäre also einfach ein Punkt, wo die beiden matchen, und ein 2-Kandidat wäre einer, der gibt uns eine Liste von 2 gleichen Elementen und so weiter. Und die bauen wir jetzt sukzessive auf mit dieser Datenstruktur, die wir uns jetzt gebaut haben. Ne? Das heißt, wir initialisieren die mit diesen 2 Sentiments. Ne? Die Indizes fangen hier mit 1 an. Das heißt, 0,0 existiert nicht. 0,0 ist quasi der Anfang der beiden Dateien. Und 8,7 existiert auch nicht. Das ist quasi das Ende der beiden Dateien. Und das brauchen wir, weil das gleich ein paar Sachen einfacher auszudrücken macht. Und was wir jetzt tun ist, wir gehen spaltenweise alle diese Tabelle an Punkten durch und
immer, wenn wir einen Punkt finden, schauen wir, ob uns das einen neuen Kandidaten gibt nach einem Kriterium, was ich gleich quasi aufbreche. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, ohne es zu zeigen, ehrlich gesagt. Es hat mir nämlich eine ganze Weile gedauert, ich halte es schon, aber es ist selber der Punkt. Das heißt, wir fangen zum Beispiel mit diesem Punkt hier an. Und das Kriterium ist quasi, wenn die y-Koordinate zwischen zwei existenten k-Kandidaten liegt, dann ersetzt das ein Element dieser Liste. Zum Beispiel in diesem Fall liegt die 3 ist kleiner als 7 und größer als 0. Und dadurch ersetzt es diesen Eintrag mit dieser 8, 7 und wirft ihn einfach raus. Und wir schreiben stattdessen das als unsere neuen 1-Kandidaten rein. Das heißt, die längste Subsequenz der Länge 1, die wir bisher gefunden haben, ist die, die hier dieses A nimmt und hier dieses A nimmt. Und das hat Länge 1. Wir speichern außerdem, immer wenn wir das tun, auch einen Pointer auf den vorherigen quasi K-1-Kandidaten. Again, um später diese Liste wiederherzustellen. Das heißt, bisher war der 0-Kandidat, den wir hatten, war nur 0. Das heißt, wir speichern uns einen Pointer auf diesen 0-0-Kandidaten. Und dann ist das unsere abgedeckte Liste. Okay? Again, wir gehen das gesamte Beispiel durch und dann wird das hoffentlich gleich ein bisschen klarer. Ein Spezialfall, weil wir hier jetzt, wir hatten vorher nur zwei Einträge. Da wir jetzt einen neuen Eintrag quasi reingepusht haben, sind wir mit dieser Spalte erstmal dann und machen weiter. Gehen zur nächsten Spalte drauf. Genau, ich habe jetzt hier gelb eingefärbt, das quasi A. Ich habe A markiert mit der Nummer jeweils, was ist das K, für das wir das als Kandidaten betrachtet hatten. Das ist einfach nur Verification, das ist nicht Teil des Algorithmus, sondern einfach nur damit, wenn wir das draufgucken, wir wissen und verstehen, was passiert. Und B, ich markiere jetzt hier mal in gelb, dass der derzeit in dieser Liste steht. Also 1,3 stand vorher in dieser Liste. So, jetzt schauen wir uns 2,2 an. Und 2,2 wiederum, 2 ist kleiner als 3 und größer als 0. Deswegen wirft es den Kandidaten raus. Und wir speichern einen Pointer auf den letzten K0-Kandidaten. Und jetzt haben wir aber noch kein neues Element erzeugt, das heißt, wir gehen zum nächsten Element. Und da haben wir den Index 2, 4 und 4 ist kleiner als 7 und größer als 2, deswegen wirft es diesen Kandidaten mit der 7 raus. Und wir speichern wiederum einen Pointer auf den letzten K1-Kandidaten. Hier ist jetzt relevant, dass wir benutzen hier nicht den Kandidaten 2, 2, sondern wir benutzen hier diesen Kandidaten 1, 3. Der Grund ist, dass uns das ein bisschen Speicher spart letzten Endes. Das Paper ist, glaube ich, auch quasi C-optimiert und ergo sehr darauf bedacht, möglichst viel Speicher zu sparen. Und das macht es aber leider alles ein bisschen knorrig zu verstehen, wie das funktioniert. Aber im Endeffekt könnt ihr euch quasi vorstellen, dass wir die Liste der K-Kandidaten mit jeder Spalte neu aufbauen quasi. Also die Liste der K-Kandidaten sich erst finalisiert ändert, sobald wir einmal mit einer Spalte durch sind. So kann man sich das ein bisschen vorstellen und deswegen benutzen wir hier noch diese 1,3, weil diese 1,3 wir gerade erst rausgeworfen haben. Genau, und dadurch wird das hier unser neuer erster 2-Kandidat und der sagt uns quasi, wir können, wenn wir hier dieses B nehmen und hier dieses B nehmen und hier dieses A nehmen und hier dieses A nehmen, bei der 1,3, dann gibt uns das eine Sequenz der Länge 2 und cool. Und dann machen wir das hier wieder und finden wieder raus, okay, der Kandidat 3, 1, 1 ist kleiner als 2, größer als 0, wirft ihn raus. Der Kandidat 3, 6, 6 ist kleiner als 7, größer als 4, der wirft ihn raus. Und das ist einfach der Iterationsschritt. Hier passiert genau das gleiche. Genau, und wie gesagt, jedes Mal, wenn wir irgendwie mit den Links einen weiter gucken, löschen wir hier die Sachen, die wir rauslöschen, auch wirklich final raus. Und interessant wird es jetzt quasi irgendwie jetzt gleich. So bis hierhin ist irgendwie alles genau das gleiche. Wir finden immer irgendwie, dass der Eintrag, den wir uns anschauen, ist irgendwo zwischen existenten Kandidaten. Ja, deswegen werden die markiert. Und jetzt ist aber der Punkt an dieser Zelle, bei 6,2 ist das nicht mehr der Fall. Weil bei 6,2 ist 2 nicht kleiner als 2, sondern es ist gleich. Und wir ersetzen nur dann Kandidaten, wenn sie echt kleiner und echt größer sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum das Paper diese Unterscheidung macht, muss ich sagen. Ich glaube, letzten Endes spielt es keine Rolle. Also man würde halt eine andere Sequenz rausbekommen. Also ich vermute, der Grund dafür ist, dass du dadurch quasi größere zusammenhängende Chunks bevorzugst zu kleineren Chunks. Ne? Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn wir mit dem jetzt
jetzt den ersetzen würden, dann würden wir hier dieses D extra als zusätzliches Div dazwischen einfügen. Wohingegen, wenn wir den noch nicht rauswerfen, dann wird dieses W quasi direkt da angehängt. Vielleicht, dann noch, wenn ihr verwirrt seid, seid ihr mit mir in einem Boot. Tut mir leid, was soll ich sagen? Hier passiert exakt das Gleiche. Ne? 4 ist kleiner gleich 4 und nicht kleiner als 4, also ignorieren wir den Kandidaten auch. Aber mit dieser 3 kommen wir jetzt wieder irgendwie zwischen zwei Kandidaten, das heißt, wir werfen wieder den alten raus, machen hier wieder das Gleiche auf. 4 ist echt kleiner als 5, ist die Y-Koordinate. 5 ist echt kleiner als 7 und größer als 3. Und da sind wir dann! Yay! So, und jetzt seht ihr, diese Iteration kostet uns de facto quasi Anzahl an Kandidaten. Ne? Also Anzahl an Punkten in diesem Gitter. Ne? Und die ist kleiner als die beiden Dateien jeweils. Das heißt, in unserer Fall, die Gesamtkomplexität ändert sich jetzt nicht unbedingt was. Genau, und jetzt können wir quasi aus dieser Liste, die wir jetzt haben, jetzt werfen wir quasi alle Informationen, die wir nicht brauchen, weg. Uns interessiert hier nur die längste Kette und die ist hier ausgedrückt. Das heißt, alles andere werfen wir weg. Und diese Kette geht auf 7, 5, dann 5, 4, dann 4, 3 und dann 3, 1. Ja? Und gibt uns quasi diese Kette und das ist diese Sequenz C, A, B, A, C, A, B, A. Und das ist eine der längsten Ketten, die wir hier finden können. Tada, unser Algorithmus tut zumindest auf diesem Beispiel, was er soll. Okay? Ich glaube, ich bin weit über meiner Zeit. Wer hat irgendwie auf die Kategorie geguckt? Ich vermute, ich habe irgendwie 10 nach oder so bekommen. Ich kann jetzt einmal ganz kurz den Gaukord zeigen, einfach weil. Also, Hintergrund ist, ich habe das aus Gründen, die nicht weiter interessant sind, den Gaukord implementiert. Und der ist nicht so lang und auch nicht so spannend, aber man kann sich den mal besser angucken. Ist das irgendwie lesbar? Ja, nein, vielleicht ein bisschen. Soll ich größer machen? Soll ich kleiner machen? Okay. Dann lasse ich es so. Eine Sache ist, das machen die Autoren in dem Paper auch so und es ergibt innerlich auch Sinn. So Strings vergleichen dauert ganz schön lange, weil Strings können ganz schön lang werden. Deswegen machen wir uns das einfach. Wir hashen die einfach und operieren auf Integers. Und Integers zu vergleichen geht deutlich schneller. Und in der Theorie können irgendwie Collisions auftreten. Aber unsere Hash-Funktion ist hoffentlich hinreichend groß und selbst wenn, dann ist unser Diff halt ein bisschen schlechter als sein muss. Und wenn irgendwie wirklich wichtig ist, dann soll der eine irgendwie perfekte Hash-Funktion oder sowas nutzen. Die ersten Zeilen Code, die sind quasi eine minimale Optimierung. Was die quasi machen, ist, die ziehen, wenn am Anfang oder am Ende diese Dateien matchen, wirft das alles weg, was matcht. Das macht also gerade, wie gesagt, sowas wie Source Code, da wird irgendwie am Anfang ein riesiger Chunk gleich sein und am Ende ein riesiger Chunk gleich sein. Die können wir ja bereits vorab Implementation rauswerfen und das zieht einfach unsere Komplexität runter, weil wie gesagt, ist Worst Case quadratisch und wenn wir also irgendwie die Datei halbieren können oder vierteln können, zieht uns das eine Größenordnung ab von unserem Code. Das ist alles, das ist aber quasi Go-Specifica und who cares? Das ist eine andere Optimierung, die quasi, wenn die kürzeste Liste benutzt, wo sie am geschicktesten ist und sich aber merkt, dass sie die gesoft hat, ist auch nicht so furchtbar wichtig. Und hier fängt es jetzt quasi an mit dem Algorithmus aus dem Paper. B enthält, B ist eine der beiden Dateien. Und da bauen wir jetzt diese Äquivalenzklassen, das heißt, wir machen diese Sortierung von diesem Array quasi. Das heißt, wir erstellen dieses Array und wir füllen das einfach mit irgendwie der Zeilennummer und dem Wert. Und dieses letzte Ding ist einfach ein Sentinel, was uns hilft zu sagen, wann die Klassen wechseln, also wann die Values wechseln in diesem Array. Und dann sortieren wir das nach dem Wert und sekundär nach der Zeilennummer. Tatsächlich fällt mir gerade auf, das könnte man besser machen. Anyway. Und dann setzen wir dieses Last, wie gesagt, dieses Last ist nur eine kleine Optimierung, um den Code ein bisschen schöner zu machen. Genau, aber das macht einfach exakt, was ich gerade gezeigt habe. Wir bauen dieses Array auf. Dieses Array hat quasi Wert, Zeilennummer und sortiert das dann nach Wert. Genau. Das hier, dieser Code ist dann der zweite Teil. Der baut dieses, warte, ich kann das auch mal hier zeigen. In der Theorie. Der baut dieses Array auf. Ne?
tut er, indem er einfach einen Array macht der richtigen Länge und dann macht er, wie gesagt, eine binäre Suche in diesem Klassen-Array, was wir haben, und speichert dann einfach den dazugehörigen Dings, wenn das gefunden wird. Eine Sache, die man dazu erwähnen muss, wie gesagt, das Beispiel enthält halt keine Elemente, die in einer Datei sind, aber nicht in der anderen. Und das muss man ja irgendwie handeln, weil es kann ja zum Beispiel sein, dass in der Datei, die man sucht, dass der Wert einfach nicht in der Datei mit den Klassen ist. Und dafür baut man eben so einen Sentinel-Value da ein, der dann sagt, oh, den gibt es nicht. Und das macht hier dieses len-l, also dieses len-l ist halt quasi point, zeigt auch ans Ende des Arrays und dann können wir sehen, oh, das ist viel zu groß und das ignorieren. Genau, und dann ist das hier ist quasi dieser Kernalgorithmus, der quasi diese Updates schon macht. Das heißt, wir gehen quasi die Datei A durch und gehen dann alle Klassen durch, die von aus dieser Zeile sind. Das heißt, dieses PI enthält von dem Index I in der Datei A, wo die Klassen aus diesem Klassenarray sind quasi. Wie gesagt, das hier ist der Abfang, dass irgendwie dieser Wert nicht existiert. Dann machen wir eine binäre Suche nach einem Kandidaten, der größer ist. Das ist ein relevanter Punkt, das fügt ein Faktor log m ein, nicht log m, sondern log r ein in den Algorithmus, wobei r die Anzahl der gleichen Elemente ist. Weil wir hier immer noch diese binäre Suche machen müssen, um in diesem Ding hier, in diesem K-Candidates-Array, müssen wir ja jeweils finden, welcher Wert das ist, also auf welchen Kandidaten wir ersetzen. Und da ist die Beobachtung einfach, wenn ihr euch das anguckt, ist die Beobachtung, dass das sortiert ist auf beiden Indizes, also auf dem zweiten Index. Das heißt, wir können eine binäre Suche machen nach dem kleinsten Index, der kleiner ist als der, den wir gerade suchen, und dann checken, ob der nächste Index größer ist als der, und dann haben wir unsere Ersetzung gefunden quasi. Und das ist das, was diese binäre Suche hier macht. Und dann sagt ihr, ja, wenn der auch kleiner ist als der Wert, den wir gefunden haben, als der Wert, den wir gerade suchen, dann fügen wir diesen neuen Kandidaten da ein mit den passenden Werten und breaken. Und by the way, das ist, wo potenziell ein Bug in meinem Go-Code ist, was ich vorhin verstanden habe, wo ich noch keine Zeit hatte zu gucken, ob das wirklich ein Bug ist oder ob ich das Paper falsch verstanden habe oder was da los ist. Wenn wir alle Punkte dieser Spalte durchgegangen sind, dann sind wir mit der Spalte fertig und gehen zur nächsten Spalte. Also das ist quasi der Core-Code für diesen Iterationsschritt durch diese Liste an Kandidaten. Und dann haben wir länger an Kandidaten und müssen das nur noch in ein Format bringen, was wir quasi benutzen können. Das heißt, dieser Algorithmus ist tatsächlich irgendwie von 100 bis 124, von Zeile 33, inklusive irgendwie ein bisschen so, die Hälfte davon ist halt irgendwie langweilige Optimierungen, um triviale Fälle abzufangen. Das heißt, wir haben irgendwie 50 Zeilen oder sowas Code. Und soweit ich weiß, aber dafür lege ich meine Hand nicht ins Feuer, ist das immer noch so der Algorithmus, der benutzt wird in der Praxis. Aber wie gesagt, dafür lege ich meine Hand jetzt ins Feuer. Ich wollte nur irgendeinen, der good enough ist für meine Use Cases, und das ist der. Und außerdem, weiß nicht, ist das Spaß, irgendwie random Papers zu kommentieren. Genau. Ich bin nicht hundertprozentig glücklich mit dem Code, der kann noch lesbarer werden, der kann noch schöner werden, der kann noch besser dokumentiert werden. Ich habe, nur um das kurz zu zeigen, das ist irgendwie das Paket, was ich veröffentlicht habe mit dieser API. Das heißt, wie gesagt, div ist, also, das heißt, ich habe nicht den aktuellen Code auf meinem Laptop, großartig. Die Funktion hier ist quasi die Core-Div-Funktion. Und dann der gesamte Rest der API ist jetzt irgendwie helfbar, um den Use Case, ich möchte Lines diffen, angenehmer zu machen. Aber mein ganzer Grund, das zu schreiben, war, dass ich nicht Lines diffen wollte, weil dafür existieren ja schon Tools, sondern ich wollte viel, viel fancier, spezifischere Sachen machen. Und dann war irgendwie sowas zu implementieren schneller, als irgendwie zu versuchen, eine existierende Library dazu zu bringen, was ich will. Zumindest um den ich gefunden habe. Anyway, jetzt bin ich auf jeden Fall fertig und sorry, dass ich überzogen habe. Nicht betonen, wie wenig ich irgendwie verstanden habe, was hier wirklich passiert ist. Es ist irgendwo alles Magic, aber sie scheint es zu funktionieren. Cool. Sorry, dass ich for the record, ich bin mir der Tatsache bewusst, dass
so durch sowas durchzurushen nicht furchtbar lehrreich ist. Aber ich wollte das mal erzählen, dass ich das gemacht habe und eine Viertelstunde reicht halt nicht.